Und wir haben ein Motto, und ich glaube, das gilt für die ganze Welt. Ein bisschen fremd. Eins. Servus. Wie singt man Kritikern den Wind aus den Segeln? Ganz einfach, im Chor. Eine ungewohnte Form von Lokalkolorit verrät den Ort der Handlung. Dubai, ein Emirat am Persischen Golf. Von Karl Moik geprüft und für gut befunden, ihm und seinem Musikantenstadel eine Woche lang Gastrecht zu gewähren. Konkret geht es darum, den erfolgreichsten deutschsprachigen Fernsehexport, wie schon Tradition, einmal im Jahr in fernen Gefilden zu inszenieren. Das ist diesmal leichter gesagt als getan. Ich glaube, dass die Tänzer den Wiener Walzer nicht richtig tanzen können. Mhm. Ich möchte ihn fragen, ob er Hilfe von uns braucht, dass wir ihm zeigen, wie der Wiener Walzer richtig zu tanzen geht. Die Strategie der Deeskalation hat oberste Priorität. Das ist keine Beleidigung. Das ist nicht keine Beleidigung. Einfühlungsvermögen ist Trumpf. Gilt es doch, 400 Beteiligte, darunter allein 180 Künstler aus dem Bereich der Volksmusik, zu koordinieren und, wie im Fall der arabischen Co-Moderatorin von Karl Moik, auch zu schulen. In der Kunst des Walzers nämlich. Pfui, ihr schaut's dazu. Es ist überall, hoppala. Es ist überall spannend. Immer sich wieder zu finden, weil es, ich habe jetzt zum Beispiel gerade erfahren, wir haben einen Gitarristen hier, einer der Weltbesten, und er kommt aus den Vereinigten Emiraten, und da wollte ich das Ballett zu dieser Melodie dazu tanzen lassen. Da darf das aus religiösen Gründen nicht. Genau so wie auch die Studentinnen der örtlichen Universität einem Kleiderkodex unterworfen sind. Doch Fragen nach religiösen Freiheiten oder gar Emanzipation, in der Zeltstadt des Musikantenstadels werden sie nicht diskutiert. Stattdessen bemühen sich die Meierhofner, eine Kombo aus dem Tiroler Zillertal, um branchentypischen Frohsinn. Das Schönste ist, wenn dann alle kommen, das bunte Programm, das gestaltet ist, wenn dann die Kinder kommen und die Streichorchester, die Araber, dann die Blaskapelle, die Blasen österreichische Märsche und dann die Zillertaler, also die Meierhofner in dem Fall, die Schweizer, die Deutschen. Einfach, dass man mit dieser Sprache so viel erreichen kann, was Politiker fast nicht mehr packen. Und so lautet das Motto der Meierhofner: Fiedeln für den Frieden. Zur gleichen Zeit auf dem Busparkplatz des internationalen Flughafens: Invasion der Fans. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, wir warten. Nee, das ist nicht unser Bus. Also, wir warten hier bitte Momente. Also, es gibt leider. Kleinere Irritationen, sie können die Vorfreude nicht schmälern. Schon gar nicht die von Irene Schmidt und Renate Haug, ihres Zeichens Rentnerinnen aus Stuttgart. Strapaziert von 6 Stunden Flug, nicht die Bohne. Kann man nicht hochschieben? Ich kann nur sagen, Dubai, super. Diese Wärme, das brauchen wir jetzt, um die Grippe zu bekämpfen und damit wir schön über den Winter kommen. Ne? Wir haben das ja nicht erwartet, aber ich wusste auch nicht, was Stadel und was die alles möglich machen. Fass mal an, Irene. Der Marketingstadel macht's tatsächlich möglich. Im Angebot 4 bis 6 Tage Reisen, Kostenpunkt zwischen 3 und 9.000 Mark, je nach Qualität der Unterkunft. Neben viel Fremdländischem ist das Ticket für die Show inbegriffen. Im Falle von Frau Haug und Frau Schmidt ist die Rechnung besonders einfach. Je 4.000 Mark ergaben 4 Tage Urlaub und 4-Sterne-Hotel. So, Garnelen, die Menge. Dann hier weiter, warme Speisen natürlich, kalte Vorspeisen, Salate, Käse sowieso. Aber das Interessanteste ist die Riesenauswahl an Fisch. An Fisch, unglaubliche Delikatessen von Lachs, wie gesagt, Lobster, Shrimps. Da sind die Lobsterherzen. Guckt euch das an. Das ist das Feinste, was dieser Fisch hat. Und ich habe mir gedacht, ich nehme vielleicht die kleine Schale mit. Der könnte man nämlich mit Nagellack einspritzen am Lederband. Und dann habe ich ein Andenken an Dubai. Ist doch auch schön. Ne? Wer glaubt, Gedanken an Souvenirs würden die Damen ausschließlich beschäftigen, der irrt. Auch die Verschiebung der Ausstrahlung auf den 8. Dezember bewegt.
Weg schon wieder zum Start. Das ist gar nicht richtig, denn wir sollen uns nicht terrorisieren lassen, finde ich. Das ist eine musikalische Veranstaltung, die auch die Völker verständigt und die rüberkommt, auch hier wahrscheinlich. Das sollte man nicht absagen. Zumal man doch so etwas wie Botschafter des guten Willens ist. Unterwegs mit den 8 Meierhofnern. Der Weg führt jenseits der Grenze von Dubai in ein 120 Kilometer entferntes Beduinendorf. Dort beginnt umgehend eine offensive Form musikalischer Missionierung. Schau, die Kamele da hinten. Gewaltig, schau. Wohlwissend, dass Mutter Natur die einhöckrigen Lasttiere mit extremer Belastbarkeit gesegnet hat, spielen die Meierhofner zünftig auf. Wenig später steht das Wohnzelt der einheimischen Beduinen auf dem Besuchsplan. Okay, this is our living dining room, this one. Yeah. And that is our bedroom. And this is our water here. Yeah. What? Yeah. This is our bedroom here. For sleeping, the air conditioner. TV. How many programs in the TV? We have 6 programs. 6 programs. Yeah. Only Arabic. Only Arabic. Yeah. Only Arabic. And this is air conditioner over here. And who's the woman? Woman is going outside. Oh, he's going working. Yeah, he's working. Der weibliche Teil der Meierhofner sucht unterdessen vergeblich nach den sanitären Einrichtungen. Wo gehen wir aufs Klo? Gewaltig. Draußen mal. Wo gehen Sie aufs Klo? Fehlt. Fragen Sie alles durch. Thank you for your nice hospitality here. Yeah. And I wish you good luck here, good time. Yeah. Thank you. You're welcome. Wow, well, we play more. That one is a special song from Silla Valley. Yeah. When married a woman and a man, and then it's a special song, and this is a special dance. Yeah. Hütten-Gaudi im Beduinenzelt. Nach dem gelungenen Spontankonzert erkennen die Meierhofner durchaus Gemeinsamkeiten zwischen dem verschneiten Zillertal und den Bewohnern der staubigen Sandregion. Im Prinzip sind das Nomaden und die Menschen in den Bergregionen, die waren zwar näher bei der Zivilisation, aber im Prinzip die gleichen Nomaden. Die Bergnomaden und die Wüstennomaden. Freitagabend, Generalprobe. Mutig defiliert Karl Moik als Musikantenscheich in seinen Wüstenstadel. Co-Moderatorin Dania, sonst arabische Popprinzessin, versucht sich derweil an österreichischer Mundart. Guten Abend, liebe Stadelfreunde aus Europa. Servus! Und so marschiert der Orient in Gestalt der Musikgruppe der Polizei Dubai in trauter Eintracht mit dem Okzident, der Marktmusikkapelle Steins, in die Arena, verbunden durch das gemeinsame Band der Volksmusik. Multikulti, hier funktioniert's. Man muss sich halt auch hier ein bisschen anpassen, oder? Das, was wir bei uns verlangen von den Ausländern, so sollten wir auch uns verhalten hier, ja? Und man ein bisschen aufpassen muss, ja, mit gewissen Aussagen, gerade hier jetzt bei der Situation, wie jetzt herrscht, mit dem Krieg in Afghanistan, so ein bisschen mit den Aussagen zurückhalten, mit dem Anziehen ein bisschen aufpassen, aber sonst ist das überhaupt kein Problem. Scheich Faisal ist nicht nur wohlhabend, sondern auch örtlicher Organisator. Im Musikantenstadel sieht er eine Chance zur Annäherung an den Westen. Diese Art von Veranstaltung mit den dazugehörigen Menschen, die in unser Land kommen, ist sehr wichtig für uns. Denn wir versuchen, die Einstellung der westlichen Welt uns gegenüber zu verändern. Das ist sehr wichtig. Es gibt ein klischeehaftes Bild von uns und das wollen wir verändern. This is very, very important. They have a special picture about us. We want to change that. Gestern Abend, 22 Uhr, kurz vor Showbeginn. Auch wenn der Stadel diesmal nicht live gesendet wird, die Fans sind hochzufrieden. Wir haben absolut den schönsten Blick von oben. Je höher man sitzt im Amphitheater, ist immer besser. Sieht ganz zentral unten rein. Gell? Ist besser, als wenn man auf gleicher Ebene sitzt. Hinter den Kulissen ein durchaus beunruhigter Karl Moik, jedoch nicht aufgrund der politischen Großwetterlage. Das Kamel ist ruhig. Der Einzige, der nervös ist, ist der wahrscheinlich, der umsitzt. Aber das sind solche phlegmatischen Tiere. Von wegen. Kamel ist geduldig. Ja, ich sag ja, ist phlegmatisch. Und so reitet er denn in die Manege des Dubai Creek Parks, um dort nach 2 Stunden Schunkeln, Schrammeln und Schwitzen
in der Wüstennacht seine Botschaft unters Volk zu bringen.